So, Leute, da sind wir beim nächsten Opening und ich habe mir den guten Robin an meine Seite geholt. Hallo. Denn wie immer zu jedem Set mittlerweile, können wir das wirklich sagen, weil wir es echt krass durchziehen, machen wir zusammen ein paar Booster auf. Dieses Mal haben wir Wilds of Eldraine. Bevor wir anfangen, wenn ihr den guten Mann noch nicht abonniert habt, geht bitte zu Gaming of the Channel, könnt ihr den Kanal bitte abonnieren, dort anschauen, ganz, ganz großartige Videos, wirklich coole Videos, gerade wenn ihr euch um Pioneer und so weiter kümmert, wirklich reinschauen, wirklich großartiger Content. Ansonsten montags auf Twitch, streamt der gute Mann auch. Und ansonsten könnt ihr auf Spotify unseren Podcast hören. Wenn ihr nicht wusstet, dass ich einen Podcast mache, was macht ihr auf diesem Channel? Dazu kommt, dass diese Booster uns zur Verfügung gestellt wurden. Und dieses Mal darf ich den Namen auch endlich mal nennen. Und zwar vom guten Liplab 1. Oder wie er auf Instagram heißt, MTG Liplab, glaube ich. Und der liebe Fabi hat einen Cardmarket-Account. Der hat einen Instagram-Account, die sind beide unten in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr mal reingucken und könnt mal schauen, ob der gute Fabi was für euch hat, was er euch verkaufen darf. Oder ihr seinen Content, den er auf Instagram macht, der auch sehr cool macht, meiner Meinung nach. Ob er euch gefällt, wenn ja, könnt ihr da auch mal noch rein, wie sagen die coolen Kids, rein followen oder sowas? Rein followen. Keine Ahnung, ich bin alt. Kann man auf jeden Fall mal sagen. Aber ja, wir haben ihn ja auch auf der MagicCon Barcelona ja auch getroffen. Er will uns und Elijah Wood feiern. Also Und das ist tatsächlich cool. Aktuell also für 80% meines Contents, was Unboxings auf meinem Channel angeht, aktuell zuständig. Dementsprechend, ja. Wir haben Draft und Set-Booster. Gute alte Tradition, fangen wir mit Draft an, dann Set, dann Draft, dann Set, dann Draft, dann Set. Oder machen wir erst Draft, 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 dann Set, Set, Set? Ich würde sagen, lass uns doch abwechseln. Wir starten mit Draft-Booster, damit wir enden mit Set-Booster. Finde ich gut. Okay. Wilds of Eldraine, hast du schon ein bisschen was gespielt davon, tatsächlich? Tatsächlich noch gar nicht. Also, es sind nicht so viele Karten drin, die man großartig in Pioneer verwenden kann gerade. Aber was ich halt schon einiges hatte, sind die Enchanting Tales-Karten, die am Ende drin sind. Oh ja. Deswegen freue ich mich da schon fast am meisten drauf. Wobei hier auch echt sehr viele coole Karten dabei sind. Wo ich mir noch hoffe, dass sie hier und da vielleicht noch ein bisschen Play sehen werden. Aber wie sieht es bei dir aus? Hast du es schon viel gespielt? Hast du es mal gedraftet? Ich habe es gepre-released. Oh ja, das habe ich auch gemacht. Okay, fair. Dementsprechend, das war ganz cool. Und ansonsten sind halt tatsächlich einige Karten hier drin, die ich tatsächlich spiele und austeste und Chance gebe. Wie zum Beispiel dieser Otter. Ich finde den Otter so süß. Das ist wirklich ein hammergeiles Artwork. Ja. Also Otter Wizard ist auch wirklich eine sehr geile Creature-Type. Yes. Du bist bei der Rare. Die erste Rare ist Lord Skitter's Blessing, ein Enchantment, was eine Aura mit sich bringt und quasi ein kontextbedingter, ja, wie soll man sagen, Phyrexian Arena ist. Ja. Zieht einem jede Runde eine Karte. Finde ich ziemlich cool. Was hast du denn? The Approached Foley, irgendeine Art von Saga, die, soweit ich weiß, nicht gut ist. Dementsprechend ignorieren wir das. Dann gucken wir mal Vampire Rites. Die sind ganz cool. Ich habe Darktooth Large. und Mountain. Du hast ein Full Art. Full Art Swamp und ein Token. Ich habe diese komischen Rollen. Spannend. Von den Enchanted Legends oder wie sie heißen, bin ich auch sehr begeistert. Was aber auch einfach daran liegt, dass ich diesen Zusatzslot einfach immer, immer gut finde. Ja. Weil er macht vor allem, dass das Set meistens sehr günstig ist. Ja, total. Ich habe mir jetzt ein Playset Waste Not endlich geholt, weil es ist eine Karte, die super lang einfach mir noch zu teuer war für eine Karte, über die ich einfach ein bisschen drumherum runen möchte. Und das ist halt echt schon schön. Oh, diesmal hast du eine Foil und Full Art Land. Foil Full Art Land, was nicht aussieht wie eine Plains, wenn du mich fragst. Für mich sieht das aus wie ein Sumpf. Das stimmt, das sieht sehr sumpfig aus, muss man sagen. Ja. Ganz klar. Ja, aber auch, ich habe ja auch das Pre-Release gespielt und ich muss auch sagen, da haben auch die Enchantments, können echt auch auf eine falsche Fährte locken, weil die sind natürlich auch für Commander und als Reprint gedacht, aber jetzt nicht unbedingt playable. In so einem Cent. Oh, ich habe den Wolf, den Removal-Wolf, den Werefuchs-Bodyguard, der reingeflasht werden kann und eine Karte exilen kann. Ja, sehr cool. Ziemlich cool. Ich habe ein Land. Die sind nicht gut Manland. In dem Set, leider. Aber die sehen tatsächlich Play in Standard und in vereinzelten Fällen tatsächlich auch ein Pioneer, weil zumindest dieses Orzhov Manland ist besser als das letzte des Shambling Vents. Ja, das stimmt.
Es ist immer noch nicht gut, aber es ist immerhin ein bisschen besser. Ja, ja. Und was hast du an Shining Tales? Ich habe Knightly Valor, wieder eine Uncommon-Geschichte. Ja. Ziemlich cool, ziemlich cool. Yes. Und Foil Troublemaker, uff. Uff, there it is. Und hier haben wir die Auren, die Roll-Tokens. Die sind sehr cool. Wie findest du die denn konzeptual? Warte mal, das ist eine Leyline of the Void. Holy shit. Yes, Leyline of the Void. Ist nicht teuer, aber wirklich wunderhübsch. Kostet nicht so viel, ist aber wirklich eine coole Karte tatsächlich. Aber auch ein nötiger Reprint, muss man sagen. Ja. Also ist wirklich ziemlich cool. Und ein Minigame, zwar Strictly Better, ist ein Minigame, was sie schon ganz lange gemacht haben. Mhm. Ich vermisse es, dass ich darüber Videos mache, wenn ich ehrlich bin. genau. Nee, zu den Rollen. Ich finde die Rollen tatsächlich ganz cool gemacht, weil sie halt wirklich so drunter legbar sind und sie halt teilweise auf den Rückseiten noch die anderen Rolls haben und so weiter. Das ist schon ganz okay gemacht, denke ich. Voll. Ich dachte, sie wirkten auch, als wir das zuerst besprochen haben, unter anderem bei Radio Ravnica, wirkten die auch komplizierter, als sie dann am Ende des Tages auch sind. Ja. Wenn man die Tokens da hat, ist es wirklich recht easy, dazu Slide of Hand zu reden. Ey, Slide of Hand. Tatsächlich macht das Is It Phoenix gerade echt besser in Pioneer. Nice. Das also, das hat sich jetzt so langsam wieder Schlawiner zu einem Top-Deck in dem Format. Ja. Was echt schön ist. Absolut, es ist halt auch immer wieder ein Deck, worauf man zurückgehen kann. Der Totentanz Swarmpiper, was ein Name. Und Totentanz ist tatsächlich auch, freuen sich einige Leute drüber, dass er da ist. Dann habe ich ein Bramble Familiar und du hast in deinem Rare-Slot? Virtue of Persistence. Wird tatsächlich gespielt im Standard, haben wir gerade eben noch drüber aufgenommen. Wird im Standard tatsächlich gespielt, finde ich sehr, sehr cool. Ja, es hat ein Removal-Spell und halt noch ein Value-Enchantment oben drauf, also von daher echt nicht schlecht. Dann habe ich Dark Tutelage diesmal. Ah, okay. Und ich habe die Virtua, die +1/+1 Wachsamkeit gibt, die tatsächlich in dem allerersten Ding war. Und ein Hatching Plants in Foil. Ich glaube, es gibt coolere, die man kriegen kann. Fullard Mountain. Ja, tatsächlich sehr cool, weil die war halt auch in dem ersten Modern Event-Deck drin, hieß das damals noch. Ja. Good old times, wo man das noch spielen konnte. Ja, das war cool. Und vor allem war das ja auch so, dass du auch Hüllen dabei bekommen hast und was nicht alles. Ja, boah, stell dir das mal vor, du würdest ein Modern Deck jetzt nochmal bringen. Mit Sleeves und Deckbox und allem. Vielleicht sogar als Secret Lair. Beschwör's nicht. Also, wenn es gut ist und einen okayen Preis hat, wäre ich ja sogar noch okay damit, aber mal gucken. Hm. Hast du denn, was sind denn schon so Enchanting Tales, die du so gezogen hast? Gibt es denn schon welche, die du sehr, sehr gut fandest bisher? Ich habe Blood Moon gezogen. Oh, sick. Und ich habe in meinem Pre-Release-Kit einen Rustic Study gezogen. Oh, sehr cool. Ja. Ich glaube, mein bester Pull bisher war tatsächlich die Anime Smothering Tithe. Sehr was geil. Was halt sehr gut ist. Und die hat auch tatsächlich Verwendung gefunden in meinem Enchantment-Deck, was ich gerade baue. Ja. Hier ist übrigens so eine Karte als Beispiel, die ich meinte, was man so machen kann. Hearth Elemental ist tatsächlich playable, weil man halt seine Hand abwirft, zwei Karten zieht für Dredge oder auch für, wie heißt es, Madness und so weiter. Und dann kann man es auch noch spielen. Das ist halt ziemlich gut. Voll. Ja. Ich habe tatsächlich diesmal Glück mit meiner Rare. Und zwar habe ich Realm Scorcher Hellkite, eine Mythic mit Bargain. Flying Haste 4/6. Und wenn es ins Spielfeld kommt, wenn man es gebargaint hat, bekommt man 4 Mana zurück. Und man kann 2 aktivieren und man kann halt eben einen Schaden schießen. Nicht das Beste, aber ich meine, große Mythic Dragons gehen ja immer, oder? Was hast du da? Auf jeden Fall. Ach, du hast den Godfrey. Wie heißt der? Godric, ne? Godric Cloakry sagt mir gar nichts. Der wird tatsächlich in Mono Red im Start gerade gespielt. Also Mono Red ist nicht das beste Deck so, aber der ist tatsächlich ziemlich gut, weil wenn du 2 Permanenten machst, wird er einfach zum 4/4 Drachen oder so. Ja. Das ist schon gut. Impact Timers und du hast Intruder Alert. Sehr geile Karte. Sehr, sehr coole Kombo-Karte für Commander. Mit Kiki Yiki oder so. Wirklich, wirklich stark. Wirklich eine gute das Karte. Das ist wirklich nicht schlecht, nicht schlecht. Und dann habe ich noch einen High Fey Negotiator und Beast-Token. Kann man auch nie genug von haben, von diesen Tokens. Beast-Tokens? Ne, auf keinen Fall. Vor allem Beasts nicht. Ja. So. Draft-Booster. Letzte Draft-Booster. Ich bin gespannt. Ich auch. So. Gerade bei Draft-Booster. Ich finde es halt cool, dass man halt hier mit sowas halt, mit den Enchanting Tales, es wirklich schafft, dass man eben auch Draft-Booster irgendwie cool macht. Weil man eben bei Draft-Boostern diese Sachen ziehen kann. Auch wenn sie natürlich im Draft eigentlich nichts zu suchen haben. Genau, und vor allen Dingen, aber sie
sind jetzt auch nicht die besten Karten, weil was ich halt eben meinte, ja. Ich hatte eine Nekropotenz in meinem Pre-Release drin. Okay. Und das war halt ein cooler Pull, die halt zu ziehen, aber die konnte ich halt überhaupt nicht spielen, nee, weil die ist halt keine Chance. Absolut unbrauchbar dafür. Yes. Ich habe auch gar kein Glück mit meinen Sleight of Hands. Wobei ich da auch überlegt bin, bist du bei sowas, wenn sowas neu legal wird in einem Format, bist du da eher so der Typ, der sich die neuen Karten, die neuen Artworks holt? Oder bist du jemand, der dann die alten Artworks nutzt extra? Ich suche mir einfach das Artwork, was ich am schönsten finde. Und jeder Sleight of Hand finde ich tatsächlich hübscher wie das alte. Ja, okay, fair. Ich fand tatsächlich, ich mag das alte ein bisschen mehr. Aber ja, mal schauen. Muss ich mir auf jeden Fall noch sichern, tatsächlich. Yes. So. Was ist die Rare? Die Rares, ich habe Rotisier Elemental. Einmal 1-1 Elemental mit Upside, sagt mir da auch nichts. Was hast du? Likeness Looter. Likeness Looter. Likeness Looter. Ja. Macht irgendwie. Ja, der ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Ein Fairy okay. Deck. Okay, der macht quer bitte eine Copy von irgendwas. Und Hatching Plants und Dragon Mantle. Sehr geile Karte, by the way. Dragon Mantle habe ich tatsächlich auch gespielt. Also den habe ich literally gespielt in meinen Casual-Decks, weil er wirklich gut war. Ich mag auch halt einfach so diesen kleinen Effekt, dass man halt dann einer Kreatur einen drachenähnlichen Effekt geben kann. Ja. Ja, und vor allem, dass er halt immer wieder kommt. Das ist halt so schön. Voll. So, gucken wir mal. Ich habe keine Karte von der Liste. Wir haben diesmal, Karte von der Liste. Da könnte eine Liste drin sein. Das könnte ein Walking Dead sein. Das stimmt. So, Full Art Land. Dann gucken wir mal durch. Irgendwas Cooles muss hier doch noch kommen. Torch of the Tower. Zumindest so ein weiterer Schockeffekt, den man theoretisch spielen kann. Ja, stimmt. Dann habe ich die Obira Dreaming Duelist. Mhm. Ein sehr subtiler Feen-Commander, wie ich finde. Yes. Ego Drain. Ego Drain. Was haben wir denn hier? Pollen Shield Hair. Hase. Hase. Aber sieht sehr crazy aus in dem Artwork, muss ich sagen. Was ist denn als Rare? Farsight Ritual. Irgendwas mit Bargen und die obersten vier Karten angucken und dann kann man eine auf die Hand nehmen oder so. Okay, ich habe eine zweite Rare. Lich Knights Conquest. Sacrifice any number of artifacts or enchantments and or tokens. Return that many creature cards from the graveyard to the battlefield. Das ist geil. Auch nicht schlecht, ne? Also yes. Sacrifice, Reanimation, Gedöns. Ja, dann habe ich Raid Bombardment. Ist nicht so geil. Was hast du? Was cool ist? Was geil ist? Ich habe Compulsion. Mhm. Auch schon als Kombo gespielt. Auch nicht sonderlich gut, aber Foil, Bespoken, Battle Garb. Und jetzt wird spannend. Listenkarte: Mina and Dan Wildborn. Not bad. Okay, ist, glaube ich, sehr viel in den Precons tatsächlich drin. Ja, genau, ist in den Precons viel gereprintet worden. Ja, da hatten wir aber diesmal gar nicht so viel Glück mit den, Pulls, ne? Also, nee, also was jetzt, ich meine, sind immer gute Karten dabei, so, richtig. Aber keine richtig. Mythic, oder? Eine Mythic mit Virtue of Persistence. Stimmt, ich habe auch eine. Den Drache. Stimmt, der Drache. Der ist natürlich auch nice. Nee, aber gut, das ist halt bei dem Set tatsächlich so. Das habe ich ja mittendrin schon gesagt. Dieses Set, die hinten diesen Zusatzslot haben, sind meistens dafür privilegiert, dass der Value der Karten generell sehr delighted ist, also wirklich runtergeht. Mhm. Und wir machen das ja nicht, weil wir irgendwie Value draus machen wollen. Natürlich ist es cool, eine High-Karte zu ziehen. Ich hätte so gerne noch einen Besieged Mirror gezogen. Oder halt einen, ich weiß gerade nicht, wie dieses Tomb heißt, was man tappen kann, um Karten aus dem Friedhof zu exilen und so weiter. Ach, du meinst Agatha's Soul Cauldron. Genau, den Soul Cauldron. Ja. Oder natürlich zieht man das ganz gerne. Ich finde es aber auch immer wichtig zu zeigen, okay, man kann halt auch Spaß an den Boostern haben, sie zu öffnen, ohne dass man so Heavy Hits hat. Ja. Und dementsprechend, ich hatte Spaß, die Booster aufzumachen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich auch, auf jeden Fall. Und ich finde es halt auch gerade in unserer Wahrnehmung so, wir reden ja sehr früh bei Radio Ravnica schon über die einzelnen Sets. Und das finde ich immer so ein ganz netter Abschluss hinten raus, wo man nochmal irgendwie sagt, so, hey, wie war das Set einfach nochmal? Und gerade auch diese ganzen Commons, auf die wir jetzt gar nicht so viel eingegangen sind, aber diese ganzen diese ganzen Bonus-Sachen, die da irgendwie dabei sind, da rekapituliert man das dann noch mal ein bisschen wohlwollender, wie das Set denn eigentlich war. Weil meistens ist es auch gar nicht so bad. Also, wie gesagt, wir hätten jetzt auch hier echt gute Karten in diesem Extra-Slot haben können. Auf der anderen Seite finde ich aber auch die Karten, die wir jetzt drin hatten, also diesen Werefox werde ich wahrscheinlich irgendwo in weißen Commander-Decks spielen. Lich Knights Conquest finde ich ziemlich gut. Und halt Lordskitter's Blessing.
ist halt auch nicht uninteressant für Enchantment-Decks eben. Also da halt noch mal so ein Phyrexian Arena zu haben, nur besser, wenn man sowieso schon Enchantments die ganze Zeit auf dem Feld hat, ist schon solide. Und ich meine, bei dir, ne, du hast ein Dual Land drin, die Leyland of the Void, Virtue of Persolence, sind halt alles sehr gut playable Karten. Ja. Und ja, nehmen wir mal so mit. Ne? Also wir wollten ja jetzt auch kein großes Plus machen mit den Boostern, sondern uns einfach erfreuen an den schönen Karten, die da so gedruckt werden. Und wenn wir ehrlich sind, machen wir sowieso Plus an diesen Boostern, weil wir haben dafür nichts bezahlt. Dementsprechend machen wir theoretisch Plus an den Boostern. True. Vielen, vielen Dank nochmal hier an den lieben Fabian. Wie gesagt, schaut bei dem bitte rein. Er macht dieses Video hier so ein bisschen möglich, hat das praktisch gesponsert. Und dementsprechend vielen lieben Dank nochmal an dich. Und, vielen Dank. Vielen lieben Dank an dich, Robin, dass du mit dabei warst. Sehr gerne, immer wieder gerne. Ich mache gerne Booster auf und noch lieber, wenn sie nicht nur für mich da sind, sondern für euch und für dich. Richtig. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr mehr von Robin sehen wollt, geht bitte zu Robin. Abonnieren könnt ihr bei beiden Kanälen, das wäre super. Yes. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.